Der Frühling war da. Die Frühjahrsarbeit musste beginnen. Der André regierte schon, auch wenn er heute erst bei der Hochzeit übergeben würde. Der war froh, dass der Sohn tüchtig und zielbewusst die Herrschaft an sich riss. Er selber war dem täglichen Werkeln nicht mehr gewachsen. Emmerenz tat ihre Arbeit auf dem Hof ihrer Schwester in Watzling. Ihren Zukünftigen hatte sie seit dem Notarischmachen nicht mehr gesehen. Zum Stuhlfest in Pelham beim Pfarrer, dem hochwürdigen Herrn Franziskus Xaverius Staudacher, wo das Aufgebot bestellt werden musste. Sie sind jetzt, gehen wir nicht rein. Die Zeugen sind noch nicht da. Ja, wo sind denn die? Jetzt geht's weiter! Gibt's halt! Schickt's euch! In der Pfarrküche werkte die ehrenwerte Fräulein Julian und hatte just Besuch von der Frau des Krämers Charles, welche viel im Pfarrhaus verkehrte und stets allerlei über den Lebenswandel der Dorfbewohner zu berichten wusste. Die Vorrichtkammer sind sie jetzt wieder da. Die in der Stadt drin im Dienst war? Ja, die. Sie, die, wenn sie gesehen hätten, heute Frau Julian, in der Frühmess, am Seitenaltar ist gestanden. Ich hab grad meine Andacht verrichtet und schau nur grad zufällig einmal so hin. Denke mir, ja, wer ist denn jetzt das da? Ein Moreekleid hat's angehabt. In der Mitte mit dem Samtgürtel. Und am Hut hat sie eine Straußenfeder gehabt. Und ein Rock hat sie ein bisschen angekommen, dass man die Zeigstiefeln hat sehen können. Und wie sie sich umdreht hat, ja, was sehe ich denn da? Ich hab glaubt, mich trifft der Schlag. Glacé-Handschuhe hat sie angehabt. Glacé-Handschuhe. Ich bitte Ihnen um der Gottes Willen, Freund Julian. Ein ganz ein ordinärer Dienstbot und Glacé-Handschuhe. Wie diese Mädchen sich nur nicht schämen. Die? Mei, die Zeiten sind vorbei, wo sich ein Dienstbuch geschämt hat. Wenn eine in der Stadt gewesen ist, meinen sie, es ist ja nichts mehr Gurken heraus bei den Bauern. Stadtfräulein möchte jede spielen. Ist nur so ein gescheiter Moines. Die Stadt drin umeinander schlampen, mit alle möglichen Mannsbilder rumfahren und jetzt lädt gar noch ein Kind kriegen. Weiß niemand woher. Das werden die Brautleute sein. Er macht das selber auf. Ja, zu meiner Zeit hätte man so einen schlampen Glacé-Handschuh dran gesehen. Runtergezogen hätte man sie von den Händen und ein paar Mal rumgehauen ums Maul. Aber heutzutage muss man sich ja alles gefallen lassen. Sogar in der Kirche, dass einem noch dazu die Andacht gestört wird. Haben Sie es nicht angesprochen, Frau Schall? Angesprochen? Na, da bin ich mir schon zu gut dazu. Aber angeschaut habe ich es, dass sie sich auskennt hat. Feierrot ist man und gleich ist sie fort. Ich hab dann noch ein paar Vater unser Bett und hab mir den gestern wieder zu Freund Julian. Und verzeihst du es dir geschwind? Der Reinschler, André. Jetzt geht er auch werden. Du kommst zum Stuhlfest. Jesus Christus. Also, das ist die Braut. Und ihr kommt als Zeugen, ja? Nun geht's du gleich mit. Da rein. So. Mach uns einen Mehlspeis für den Herrn Pfarrer. Ja. Einen auszogenen Raumstrudel. Ich weiß nicht, heute wird der Teig nicht wie sonst. Also ich glaube, es fehlt am Mehl. Haben Sie es vom Lechleitner? Ja, bin schon recht zufrieden damit. So. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da was erzählen soll.
Aber Frau Schall, Sie werden mir es doch nicht verschweigen müssen, was Wichtiges ist. Also wenn Sie meine Freundin sind, dann müssen Sie reden. Und der Vater? Lebt er oder ist er tot? Der Vater hat geheißen Simon Salvermoser. Er ist gestorben zu Eisholzried am 17. Oktober 1899. Und die Mutter? Die Mutter heißt Genoveva Salvermoser und sie lebt noch. Salvermoser. Was ist die Mutter für eine Geborene? Ich meine, wie die Mutter geheißen hat in ihrem ledigen Stand. Die Mutter hat geheißen im ledigen Stand Genoveva Lichtensperger. Und wo lebt sie? Sie lebt in Unterbachern. Also haben wir sie schon. Nun, verwandt sind die zwei Brautleute auch nicht miteinander. Könnt ihr das bestätigen? Nein, nichts verwandt. Na, ledig sind sie auch noch alle zwei. Nicht, dass schon einmal eins verheiratet war. Nix, da weiß ich nichts. Sie ist ledig und er. Ja, vom anderen weiß ich's selber. Und katholisch sind sie auch alle zwei. Schon? Römisch-katholisch. Es tut mir förmlich weh, dass Sie mit Ihrer Gutheit die Leute nicht kennen und nicht wissen, wie schlecht die Menschheit ist. Sehen Sie, es hat mir einen Stich gegeben, wie Sie vorhin gesagt haben, dass das Mehl bei den Lechleuten holen. Sie unterstützen die Leute, die was nicht verdienen. Was böse Leute sagen, es geht nein und geht nein aus. Es rührt mich gar nicht an. Ich hab's von der Pfeifinger Anna, die hat selber gehört gestern beim Brotbinden. Der Zollbrecht ist in dem Zimmer neben dem Laden gestanden und hat mit dem Lechleitner diskret. Die Pfeifinger sagt, sie hätte ja gar nicht obacht gehen, wenn sie nicht gar so gedacht hätten. Aber das ist ihr aufgefallen. Und noch dazu hat's dann ihren Namen gehört. Mein Namen? Ja, weiß es noch auch, Freund Julian. Sie haben über die Fastenzeit geredet und dass es an Herrn Pfarrer hart ankommen wird, wenn er drei Tage kein Fleisch kriegt und nichts anderes wie Hechten und Karpfen essen muss. Da haben sie sich recht spätisch gemacht drüber, was das für eine Entsagung wäre. Das ist aber eine Gemeinheit. Ja, das ärgere Kunde noch, Frau Julian. Wie sie so gelacht haben, hat der Lechleitner gesagt, oh Jägerl, ich glaube, der Herr Pfarrer kriegt trotz der Fastenzeit seine Fleischspeis. Seine liebste Fleischspeis, glaube ich, ist die Frau Julian. Also so was. Eine solche eine Verleumdung muss man sich gefallen lassen. Von einer solchen Bagage. Aber ich werde es dem Herrn Pfarrer sagen. Okay, Frau Julian. Sie wissen doch, wer das gesagt hat. Da müssen Sie doch gar nicht aufpassen. Solche Menschen sind doch viel zu gemein. Sonstige Ehehindernisse bestehen nicht. Also wären wir soweit, dass wir das kirchliche Aufgebot erlassen können. Ihr gehört, es pressiert euch schon ein bisschen. Naja. Wegen der Hofübergabe. Ja, es war uns schon recht, weil wir nicht so lange aufgehalten waren. Nur bei uns geht's geschwind. Ich will euch zum ersten Mal verkünden, den Sonntag nach Ostern, zum zweiten und dritten Mal gleich den zweiten Sonntag. Ist das so recht? Ja, so haben wir es auch gemeint. Na also, zum Heiligen Sakrament, der Ehe haben sich versprochen, der tugendreiche Jüngling Andreas Weidenschlager, ehelicher Sohn des Bartholomäus Weidenschlager, Bauer in Pelham, und der Barbara Weidenschlager, geborene Finkenzeller, beide noch lebend. Und die tugendsame Jungfrau Emerentia Salvermoser, eheliche Tochter des Simon Salvermoser Bauer in Eisholzried, seligen Angedenkens. Und der Genoveva Salvermoser, geborene Lichtensperger, diese noch lebend. War alles in Ordnung? Also, dann können die Zeugen gehen. Das Brautpaar bleibt noch ein bisschen bei mir. Tag und Nacht plage ich mich. Nichts ist mir zu viel. Keine Arbeit. Und da muss man sich sowas sagen lassen. Sagen Sie es heute den Herrn Pfarrer. Jetzt gleich. Da, die gehen ja so grad. Nein, das sind doch bloß die Zeugen. Das Brautpaar bleibt doch noch da. Er muss ihnen doch erst sein Red halten. Ha, ich nehme nicht. Ihr seid 20 Jahre alt. Ich dauert aber lang. Okay. Sie müssen doch bedenken, wer das gesagt hat. Der Lechleitner. Dem ist doch nichts eilig. Wisset ihr auch, welch einen wichtigen Schritt ihr tut? Der Ehestand ist der erste, der älteste,
Der Verehrungswürdigste ist der Grund und die Quelle der menschlichen Gesellschaft. Wer den Ehestand antreten will, der muss zuvor wohl bedenken, ob er imstande ist, ein Hauswesen geschickt zu führen, die Kinder gut zu erziehen und für sich und die Seinigen das tägliche Brot zu gewinnen. Wer heiraten will, der sehe auch nicht bloß nach Geld und Reichtum. Keine Heirat ist gefährlicher als wie die Heirat nach Geld. Da fragt einer nicht, ob die Person häuslich, tugendhaft, geschickt und ordentlich ist, sondern die einzige Frage heißt da nur, wie viele Tausende bringt die Person an barem Geld. Noch zwei andere Punkte sind bei einer Geldheirat oft recht bedenklich. Zum Ersten wird der Reichtum gemeiniglich um vieles größer gemacht, als er ist. Und in diesem Punkt wird oft entsetzlich gelogen. Manchmal verspricht man eine großmächtige Summe, bar oder in Fristen. Und wenn es auf die Bezahlung ankommt, sieht man kaum den sechsten Teil davon. Zweitens, was nützt eine Person, die zwar Geld hat, aber dabei zänkisch, stolz, verschwenderisch oder eine dumme Gans ist? Ein Beispiel. Ein gewisser Bürgersohn auf dem Lande hatte von seinem Vater viele Güter geerbt. Er war der Reichste im ganzen Orte. Er wollte eine recht vornehme heiraten und nahm sich eine Frau aus der Stadt. Diese brachte ihm Geld wie Laub. Allein sie hatte von der Hauswirtschaft so wenig Kenntnis wie ein neugeborenes Kind. Die Dienstboten hatten einen Haft Spaß mit ihr und verspotteten sie vor ihren eigenen Augen. Einstmals betrat sie die Küche und da sah sie, wie die Magd ebens von der Milch den Rahm abschöpfte und aß. Die Frau fragte, was tust du da? Die Magd antwortete, ich muss ebens die Milch abschäumen. Und bevor ich den Schaum in das Feuer werfe, will ich ihn lieber selber aufessen. Damit ließ sich die junge Frau abspeisen. Lässt sich gleich denken, was das für eine Wirtschaft war. Bald danach kamen sie in die Schulden und von den Schulden in die bitterste Not. Schauen's, was hat denn der Lump über mich gesagt? Sein Magd hat mir es wieder verzeiht. Weil ich alle auf Tag die heilige Beichte verrichte, hat er sich's mal zu wissen. Die werden schon wissen, hat er gesagt, warum sind alle Beichtstellen miteinander gekugelt. Die hat alle 8 Tage ihre 7 Todsünden benannt. Der Gerechte muss leiden. Und unser Herrgott wird schon wissen, warum er das zulässt, dass so ein ausgeschämter Hoberfeldtreiber auf der Welt ist. Nein, hätte er mir bloß nichts verzeiht. Wer glücklich heiraten will, der heiratet ja auch nicht bloß nach Schönheit. Nichts ist vergänglicher als die Schönheit, besonders die weibliche. Die vernünftige Liebe merket vorzüglich auf die Schönheit der Seele. Das heißt, auf die Tugend, auf die schönen Eigenschaften, welche eine Person besitzt. Ist das Weibsbild gottesfürchtig, sittsam, bescheiden, freundlich? Liebt sie die Arbeit? Versteht sie sich auf die Hauswirtschaft? Dann hat sie schon die allerschönsten Tugenden, welche mit keinem baren Gelde zu bezahlen sind. 3 Eigenschaften müssen im Ehestande besonders fleißig beobachtet werden. Erstens die Mäßigkeit, zweitens die Schamhaftigkeit und drittens die Reinlichkeit. Die Mäßigkeit macht alle Freude angenehm. Wer recht gut, wer delikat essen will, der muss warten, bis er Hunger hat. Und er muss mit dem Essen aufhören, sobald der Hunger gestillt ist. So auch da. Nichts ist gefährlicher als Unmäßigkeit in diesem Stück. Das hat ganz entsetzliche Folgen, besonders für die Mannspersonen. Die Lebensgeister werden gemindert, die Eingeweide geschwächt, das Gehirn ausgezehrt, die Augen verderbt und entzündet. Alle Ärzte bestätigen dieses. Ebenso fleißig sollen die Eheleute danach trachten, unter sich die Schamhaftigkeit zu erhalten. Da meinen viele, nach der Kopulation dürften sie tun, was sie wollen. Allein das bringt beträchtlichen Schaden. Man macht sich vor seinen Hausgenossen verächtlich und man verärgert seine besten Freunde. Die Reinlichkeit endlich steht besonders dem weiblichen Geschlechte wohl an. Nichts ist widerwärtiger als Unsauberkeit.
Und jede Frau soll sich hüten, dass sie durch eine schmutzige Gestalt sich besonders grauslich macht. Diese Mahnungen beherzigt, bevor ihr in den heiligen Ehestand tretet. Und nehmt euch vor, nach diesen Grundsätzen zu leben. Dann wird die eheliche Liebe und Treue von Tag zu Tag stärker. Und ihr werdet einen dauerhaften Frieden und ein Glück in eurem Hauswesen haben. Amen. So, jetzt könnt's gehen. Geht's gut, Herr Pfarrer. Thanks Gott. Gott sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. So, was haben wir heute kurz aufgehört von Juli? Nanu, was haben wir denn? Ja, ist was vorgefallen? Auch Hochwert, wenn Sie wüssten. Na, jetzt sagen Sie es schon. Sonst drückt Ihnen ja noch die Seele ab. Stellen Sie sich vor, Hochwürden. Die Frau Schall hat behauptet. Schweigend und in Gedanken schritt das Brautpaar dem Reischlhof zu. Dachten Sie, dass man sich nun näher kennenlernen sollte, nachdem alles Sachliche geregelt war, spielte die Zuneigung denn gar keine Rolle? Das hat er gesagt. Vor allen Leid ist es nicht eine Gemeinheit. Juli, dass das nicht wahr ist, wissen wir zwei am allerbesten. Aber, meine liebe Juli, das größte Unglück wäre vergessen noch lange nicht. Yes, Maria, Hochwürden. Was wird denn dabei? Reden wird man ja darüber noch dürfen. Ne? Ich meine natürlich, wenn ich nicht geistlicher, wenn ich weltlichen Standes wäre, nicht wahr? Da könnte man darüber doch noch reden. Hm? Welch selbige Meinung der Seele des Fräulein Julian noch viel zu schaffen machen würde. Was ist denn? Kommst du ein bisschen mit rein? Nein, ich geh gleich weiter auf Watzling. Ja, auf eine Brotzeit. Nein, ich hab keinen Appetit, ich möchte mich ja nicht lange aufhalten. Nein. Also noch, vierte. Vierte. Du Jacke, wenn man ein Schied aushält, dann fahren wir mit dem Gerst. Der heilkundige Schäfer Nepomuk Feichtel, Heiratsvermittler und lebendige Nachrichtenquelle für alles, was sich im Gäu begab, bekam wieder einmal den unerwünschten Besuch. Der Verdruss ging halt nicht aus und der Verdienst war bei aller Plackerei allemal zu klein. Auch für ein Schlitzohr wie den Feichtel, der gern in allen Geschäften seine Finger drin gehabt hätte. Grüß Gott. Ist gut. Schon wieder. Mhm. Eine Frau hat das gesagt, dass er ihn da herausfindet. So, hat sie das gesagt. Schönes wieder haben wir. Mhm. Heute hätte ich wieder einmal was. Kommen schon Dinge. Nicht abgeführte Steuern für Vermittlungsgeschäfte etc. aufgrund einer Anzeige des Häuselmittel Jakob Holzinger vor Rettenbach. Ja, Bazzi. Der braucht er gerade behaupten und schon wird ihm glaubt er. Zum Gerichtstermin sind sie nicht erschienen. Also ist festgesetzt worden auf 362 Mark und 40 Penning. Oh. Bloß weil der Lapp, der ausgeschämt. Das geht mir nicht so. Ich muss gerade das Geld eintreiben. Wo ist du nicht hab?
362 Märker, wo sollten die das hernehmen? Ja, wie viel hätten sie denn? Dass ich heute wenigstens einen Teilbetrag, nicht? No? Mei, oh mei. No? Oh mei. Wo ich alles zusammenkratze, die 62 Märker. Und was machen wir mit den 300? Ja, was machen wir damit? Na ja, ein paar Wochen könnten es nur Stunden. Sonst wirst du halt finden. Kommt nicht wieder was daher. Können Sie etwas verkaufen? Mei, was denn heutzutage? 300 Mark. Haben Sie die 62 daheim? Ich brauch's für gleich, gell? Na, gehen wir halt. Aber ausgeschaut ist das schon. So viel Geld. Steuern zahlen muss er jetzt. Aber nicht so viel auf den Haufen. Sie haben halt viel Geschäfte gemacht, meins Gericht. Ja, die brauchen ja bloß meine. Bevor ich mir reingehe zu den Herren und rede mit ihnen. Der André hatte keine Muße, sich auf die Hochzeit vorzubereiten. Im Frühjahr gibt es viel zu tun, gar für einen, der das Regiment soeben übernimmt und sich dabei hervortun möchte. Die Brautleute taten jedes seine Arbeit wie an allen Tagen. So, Herr Hochzeitslader. Für die Vorbereitungen zur Hochzeit hatten sie sich den Stackelhans bestellt. Der hat ein gutes Mundwerk, einen Humor und war froh, wenn er von der zänkischen Schwester, die ihm das Haus führte, wegkam. Überdies bildet dieses Amt bei richtiger Ausnutzung eine gute Einnahmequelle. Beim Wirt hat er freien Tisch. Alles, was der Hochzeitslader isst und trinkt, geht auf die Rechnung der Brautleute. Die Eingeladenen lassen etwas springen und die Hochzeit selber trägt gut 50 Mark. Es mussten weit über 200 Personen geladen werden und manche wohnten 3 Stunden weit weg. Die Vorbereitungen brauchten reichlich 3 Wochen. Und da fast alle geladenen wohlhabende Bauern waren, musste ein schönes Trinkgeld zusammenkommen. Der Stackelhans eröffnete seine Tätigkeit, indem er im Wirtshaus eine gewaltige Zeche machte. Erst dann erinnerte er sich, was seines Amtes war, ging zum Haus des Ökonomen und Bürgermeisters von Pelham, Peter Weiß, und sagte sein Ladesprüchlein so auf, wie es überliefert und der Brauch war. Zum heiligen Sakrament der Ehe hat sich versprochen der ehrbare Jüngling Andreas Weidenschlager und die tugendsame Jungfrau Imerentia Salvermoser, die, weil Gott der Allmächtige das ehrsame Brautvolk hat, erfordert, dass es alsbald das heilige Sakrament der Ehe antrete. So sollte ich anstatt des ehrbaren Jüngling Hochzeiter, wie auch wegen der ehren tugendsamen Jungfrau Hochzeiterin, euch freundlich in die Hochzeit laden von Gottes Gnaden in das löbliche Pfarrgotteshaus in Beuham. Allwo Rast hält der heilige Jakob, wie auch Gott und unsere liebe Frau. Da werden Sie am künftigen Donnerstag vor Kantate Ihre priesterliche Einsegnung erhalten mit heiligem Amt, dass uns ein hochgeweihter Priester singt von Anfang bis zum Ende, bis er uns aufgewandelt hat, das allerheiligste Altarsakrament. Danach wird er uns geben den Sankt Johannes Segen, den Christus der Herr selbst hat hergerichtet und hergegeben. Wenn wir das alles haben verrichtet in Ehren, so gehen wir zum Herrn ehrengeachteten Martin Schinkel, Wirt und Gastgeber all dort in seine Behausung. Da werden wir eine hell klingende Musik hören, wie auch zu Ehren ein ehrliches Mahlgeld geben. Über das Mahl gibt man 4 Mark, wie es in aller Hochzeiten der Brauch. So seid ihr als Vetter und Basler auf das allerfreundlichste geladen ein, zum Hochzeiter am Donnerstag früh zu Bier, Brot und Brontewein. Über Gunsen André, dass er richtige Bayern kriegt, das ist was wert. Ich glaub's wohl. Ich spür's ja auch. Bei mir war's auch anders, bald ich mein noch lebert. Aber noch, jetzt ist schon, wie es ist. Jetzt geh ich wieder. Also, für Gott beieinander, ich muss heute noch früh umeinander. Der Bräutigam saß jeden Abend steinmüde auf der Ofenbank und dachte nicht an die Emerentia Salvermoser, sondern daran, wo er am nächsten Tage den Sommerweizen, Gerste oder Hafer säen musste und was sonst noch zu schaffen war. Die ehr- und tugendreiche Braut musste sich mehr mit der vorhabenden Hochzeit beschäftigen, denn sie richtete die Aussteuer zusammen. Damit alles gelinge, nimmt sie eine Norderin auf die Stör, welche bei Tag und Nacht nadeln muss, bis alles nach Wunsch und Brauch ist. Mächtige Spitzen rum. Ja, und das siehst du. Ja. Auch die Geschenke der Braut für die Gäste, gewöhnlich baumwollene oder seidene Taschentücher von bunter Farbe.
Der Pfarrer, der Lehrer und die Dienstboten werden nicht vergessen. Die Norderin richtet nach dem Brauch den großen Kasten ein. Jedes Stück hat seinen Platz und die Wäsche muss so gefaltet und geordnet sein, dass es ein stolzes Aussehen hat. Ist zu wenig da, muss sie einen Strumpf so legen können, dass er wie ein Paar aussieht. Ein seidenes Band muss zwei geben und ein Tischtuch gar drei oder vier durch das geschickte Falten. Während des Brautstandes darf kein Hausgerät geliehen werden, damit kein Antun und keine Hexerei die neue Familie beschädige. Den Armen wird nichts verabreicht. Sie werden am Hochzeitstage desto reichlicher beschenkt. Die Brautleute dürfen nach dem Gebet läuten nicht ohne Begleitung aus dem Hause gehen und nicht hemdsärmlich sein, weil sie unverhüllt bösen Einflüssen empfänglicher wären. Hochzeiten sind nie am Mittwoch, dem Tage Wotans. Eher am Dienstag, der dem Schwertgott gilt. Am Tag zuvor wird der Kammerwagen gerichtet, der die Aussteuer zur Wohnung bringt. Die Braut darf sich daran nicht beteiligen. Die Norderin sitzt oben auf und trägt am Arm einen neuen Korb mit einer rotseidenen Masche, zum Zeichen, dass sie die Hochzeitsnorderin gewesen ist. Wenn der Kutscher die Pferde aus dem Stall führt, muss das erste mit dem linken Fuß über die Schwelle treten. Nötigenfalls wird es so oft zurückgeführt, bis es den rechten Tritt hat. Der Kutscher muss jungfräulichen Standes sein. Er bindet Geweihtes unter die Mähnen und steckt etwas davon zu sich, weil gerade während des Brautstandes die Hexen und Zauberer tätig sind. Auch eine Kuh bringt die Braut mit in die Ehe, was anzeigen soll, dass auch der Viehbestand sich mehren möge. Der Braut obliegt es, mit geweihtem Wasser, von der rechten Seite angefangen, dreimal um den Wagen zu gehen und dann die Pferde zu segnen. Der Weidling mit dem Weihwasser muss vom linken Vorderrad zerbrochen werden, zur Vorbedeutung künftigen Eheglücks. Andernfalls würde der Wagen abgeladen, in die Scheune zurückgeschoben und die Zurichtungen begannen von neuem. Unterwegs kann es vorkommen, dass man dem Wagen, wenn er eine Ortschaft passiert, mit einer langen Stange die Weiterfahrt sperrt, bis er sich mit ein paar Münzen freigekauft hat. Wie überhaupt eine Hochzeit mit beständigem Zahlen und Geldverteilen verbunden ist. Nun war der Tag da. Donnerstag vor Kantate, den man den 30. April 1900 schrieb.
Der Schlauberger Nepomuk Feichtl kam nicht als geladener Gast, sondern nur als Zuschauer. Obwohl er verstimmt war, dass man ihn mit Absicht übergangen hatte, wollte er doch nicht verfehlen, diese Hochzeit zu sehen, welche vorzüglich sein Werk war. Vor dem Kirchgang versammelten sich alle beim Hochzeiter, der nun von seinen Eltern Urlaub nehmen und sich verabschieden muss. Alle Gäste haben eine Raute oder einen neuen Kreuzer in den rechten Schuh gelegt, damit den Brautleuten nichts Böses angewünscht werden kann. Im linken Schuh der Braut stecken ein wenig Brot, Rauten und Mithridat, denn die haben den Teufel um seine Braut gebracht. Sie darf nicht zu fröhlich dreinschauen, denn der Spruch sagt, eine lachende Braut, ein weinendes Weib. Bettelleute waren in Menge gekommen und beschenkt worden. Der Hochzeitslader sagt die altüberlieferten Sprüche her. Ihr wollet sein ein wenig still, aber nicht meinetwegen, sondern weil ich wegen der nährbaren jüngigen Hochzeiter noch etliche Worte vorbringen will. So lasst euch meine Worte nicht verdrießen, denn ich werde es kurz machen und auch bald beschließen. Denn das weiß der ehrbare Jüngling Hochzeiter auch gar gut, dass sich das viele Gespräch nicht mehr recht schicken tut. Und darum hat mich der ehrbare Jüngling Hochzeiter heute früh schon so freundlich gebeten, ich soll anstatt seiner reden und diese Stelle vertreten. Wie er heute in der Früh ist gestanden auf, da hat er sich schon gereinigt und mit Wasser gewaschen seinen Mund. Und er hat sich besprengt mit dem heiligen Weihwasser und hat in Andacht gesprochen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann ist er niedergefallen auf seine Knie und hat mit weinenden Augen und aufgeregten Händen gebetet zu seinem heiligen Schutzpatron, zwei Vater Unser und Ave Maria. Heute werde ich den ehrbaren Jüngling Hochzeiter noch etliche traurige Worte zu Herzen reden, denn er will ja heute seinen ledigen Stand verlassen. Jetzt ist er noch da, aber weil er heute in einen anderen Stand zu kommen, so tut er von euch allen freundlich Urlaub nehmen. Er nimmt Urlaub von den Knechten und von den Dirnen. Er nimmt Urlaub von der ganzen Gegend und der hier umliegenden Nachbarschaft. Wenn er einmal, sagt er, in seinem ledigen Stand einen Menschen beleidigt hat, so lasst euch alle im Namen Jesu von Herzen bitten, ihr sollt es ihm doch verzeihen, denn er tut ja auch das Gleiche. Jetzt nimmt er Urlaub vom Wasser und von Land, er nimmt auch Urlaub von seinem so schönen ledigen Stand. Jetzt nimmt er noch einmal Urlaub von diesem Haus und Hof, von seiner eigenen Heimat und Herberg. Er nimmt Urlaub von seinen so schönen Jünglingstagen und den schönen Ehrenkranz, den er auf seinen Hut tut tragen. Jetzt aber, ehrbarer Jüngling Hochzeiter, ich habe mich gewendet hin und her. Ich sehe Vater und Mutter und das bringt dir große Freude, weil deine herzliebsten Eltern sind noch bei Leben und noch keines ist in der Ewigkeit. Tu dich noch einmal zu deinem Vater wenden, empfang ihn bei den Händen und sag ihm aber auch Gels Gott, daneben für alles, was er dir hat gegeben. Besonders deine Heimat, die er im Schweiße seines Angesichtes für dich erworben hat. Wende dich aber auch noch einmal zu deiner herzliebsten Mutter. Empfang sie bei den Händen und sage aber auch Gels Gott daneben für alles. Dann denke zurück, dass sie dich hat 9 Monate unter ihren Herzen getragen. Sie hat dich unter größten Schmerzen geboren und hat dich als unmündiges Kind aufgezogen. Dann denke zurück an jene Stunde, wo sie dir das Essen hineingegeben mit den Fingern in den Mund. Und versprich ihr für wahr, dass du sie willst niemals verlassen in aller Not und aller Gefahr, in aller Trübsal, Angst und Not und dass du willst teilen mit ihr jedes Stücklein Brot. Jetzt, ehrbarer Jüngling Hochzeiter, werde ich meine Rede bald beschließen, weil wir in das löbliche Pfarrgotteshaus da hier abreisen müssen. Ja, dahin werden wir reisen und gehen. Deiner längst verstorbenen Freundschaft wollen wir eingedenk sein und ihnen ein andächtiges Gebet aufopfern. Lasset uns beten, zwei andächtige Vater Unser und zwei Ave Maria. Die Brautleute müssen mit dem rechten Fuß antreten und immer umgeben sein, damit ihnen nichts Böses von außen an kann. Die Reihenfolge im Zug ist nach alten Bräuchen geregelt. Heilige Jesus. Heilige
jetzt wollen wir das ehrsame Brautpaar begleiten in das löbliche Pfarrgotteshaus. Da wird uns der geistliche, hochgelehrte Herr Pfarrer machen ein festes Band, das niemand anders als Gott allein auflösen kann. Nach demselben werden wir uns begeben zum Herrn ehrengeachteten Wirt. Der wird uns recht schaffen zu essen und trinken hergeben. Und jetzt zum letzten Mal. Wenn noch ein fröhlicher Jüngling da ist in Ehren, der lasse ich mit einem frischen Juschrei hören. Marsch! Geliebtes Brautpaar, geliebt im Herrn, damit nun in dieser ernsten und feierlichen Stunde diese hier gegenwärtigen Brautpersonen das heilige Sakrament der Ehe würdig empfangen und aller Gnaden teilhaftig werden, lasst uns zuvor beten für sie ein andächtiges, stilles Vaterunser und den englischen Gruß. Sind, die Ehe miteinander auf gottgefällige Weise einzugehen, so frage ich Sie, Herr Bräutigam. Ist es Ihr ernstlicher, wohlbedachter, freier und ungezwungener Wille, diese hier gegenwärtige Braut nach den Gesetzen der Kirche Gottes zur Ehe zu nehmen, so sprechen Sie ja. Ja. Geloben Sie derselben getreulich vorzustehen als das Haupt wie Adam, unserer ersten Mutter Eva, sie redlich zu nähren und zu beschützen, so sprechen Sie ja. Ja. Geloben Sie, sie in keiner Not dieses Lebens zu verlassen, sondern in unverbrüchlicher Liebe und Treue bei ihr auszuhalten, bis der Tod euch scheidet, so sprechen Sie ja. Ja. Desgleichen frage ich Sie, christliche Jungfrau Braut, ist es Ihr ernstlicher, wohlbedachter, freier und ungezwungener Wille, diesen hier gegenwärtigen Bräutigam nach den Gesetzen der Kirche Gottes zur Ehe zu nehmen, so sprechen Sie ja. Ja. Geloben Sie, ihm alle ehrliche Liebe und Treue zu erweisen, ihm als das Haupt zu ehren, ihm in allen rechten und billigen Dingen gehorsam zu sein, wie Eva, unsere erste Mutter, dem Adam, und wie Sarah, dem Abraham, so sprechen Sie ja. Ja. Geloben Sie, ihn in der Arbeit zu unterstützen, in keiner Not und Trübsal zu verlassen, sondern bei ihm zu bleiben, bis der Tod euch scheidet, so sprechen Sie ja. Ja. Zur Bekräftigung der hiermit geschlossenen Ehe geben Sie einander den Ring und dann die Hände. Männer tragen keine Eheringe. Den Gmachelring
versucht sich die Braut selber anzustecken, auf dass sie die Herrschaft im Hause erlange. Und der Bräutigam sucht's zu verhindern. Da gibt es oft artige Szenen vor dem Altar. Den Ring darf sie im Leben nicht mehr ablegen, sonst gewänne das Böse Macht über sie. Sie würde die Liebe des Mannes verlieren und Unfriede kehrte im Hause ein. Gebe euch Gnade und Segen. Dominus vobiscum. O remus, exaudi nos omnipotens et misericors Deus, ut spot nostro ministrator officio, tua benedizione potius impleatur, per Dominum nostrum Iesum Christum, qui vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistulae Viadi Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, mulieres viris suis subtites in. Hätten bei der Wandlung die Kerzen recht geflackert, würde die Ehe unglücklich. Man achtet auch, auf welcher Seite sie flackern, rechts oder links. Der dort Stehende stürbe zuerst. Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jakob sit vobiscum, et ipse ad impleat benedictionem suam in vobis, et videatis filius filiorum vestrorum, usque ad tertiam et quartam generationem, et postia vitam aeternam habeatis sine fine adjuvante Domine nostro Iesu Christe, qui cum Padre et Spiritus Sancte vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. Aspergat Deus rore gratiae in vitam aeternam. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein Seligende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da geh ich mit.
Die Ministranten sperren den Weg. Die Eheleute müssen sich freikaufen, wenn sie zum Gebet am Grabe der Familie des Bräutigams wollen. Die Burschen haben ein Wettrennen zum Wirtshaus veranstaltet. Einer hat den Tölpel gespielt, ist alle Augenblicke hingefallen, wurde unter Hallo ins Gasthaus getragen und bekommt dort vom Bräutigam einen Gulden. Gut ist der Kron. Essig gut drin, Neigen auch, gesalzen ist auch richtig. Die Braut muss das Kraut kosten. Eine Anspielung auf ihren künftigen Stand im Hause. Muss loben und lohnen. Ein Trinkgeld für die Küche. Geht's gut? Sing's gut. Immer wieder? Schick's gleich mit der Suppe. Fleisch ist gleich fertig. Sind gut, Ding 25 Leute mehr gekommen, wie es geheißen hat. Gerade sind nur alle. Die haben noch nicht einmal einen Platz. Jedem Gast wird nachher das Mahlgeld gesammelt. Und jeder nimmt mit, was er nicht zwingt. Als Pschort für diejenigen, die zu Hause bleiben mussten, um das Vieh zu versorgen und weil man den Hof nicht allein lassen darf. Die sollen so wenigstens wissen, wie es Essen geschmeckt hat. Musikanten spielen zunächst über dem Tisch. Sie gehen von einem zum anderen und bekommen nach jedem Stück ein Musikantengeld. Ein paar Kreuzer von jedem. Heute habe ich wieder was Schönes angestellt. Heute habe ich einer Jungfrau den ledigen Stand genommen, von dem sie gar so ungern geschieden ist. Aber gemerkt hat man davon nichts. So geschwind hat sie auch gesagt. Ja. Und die Grenzljungfrau, die hat erst ein trauriges Gesicht gemacht. Das weiß ich ganz genau, was die sich gedacht hat. Oh mein Gott, wird sie im Stillen gesagt haben, wenn nur das Unglück auch bald über mich käme. Ja, die Mädeln, die sind anders tapfer. Da könnten sich die Mannsbilder ein Beispiel nehmen. Gar manche, fast eine jede, hat Angst vor dem Heiraten. Aber wenn es dann soweit ist, dann schreckt keine davor zurück. Die kleinen Spiegel auf der Rückseite der Brautkrone dienen der Abwehr der bösen Blicke, die die Braut von hinten her ja nicht sehen kann. Fleisch da.
Schweinesand. Ja, drin Fleisch. Ja, wir haben ein Schweinesand und hier. Das wird der unser. War nicht recht, weil du hungrig vom Tisch aufstandst. Nein, lass noch gut sein, Reischlin. Ich kann's nicht mehr so vertragen als wir Frühjahrszeiten. Ich bin halt schon zu alt. Wie alt bist du, Mutter? 71 wäre ich im August. Du bist aber noch gesund beieinander. Ist nicht mehr so fein mit der Gesundheit. Sehen tue ich schlecht, der Magen ist auch nichts mehr, weil ich schon lange nichts mehr richtig beißen kann. Und mit den Füßen habe ich auch ein Kreuz. Wie es halt ist, bei mir alt wird. Und dein Teil durchgemacht wirst du auch haben. Ja, es wäre so 10 oder 12 Jahre her sein da. Ja, ein gut Ding, da habe ich engen Vater den seinen Stier angekauft. Und war zufrieden damit? Ja. Wie viele Kinder hast du denn gebracht? 6 habe ich gehabt. 4 Dirndln und 2 Buben. Die Buben, die sind mir gestorben als ein ganz Junge. Der Älteste ist 3 Jahre alt gewesen. Und der andere hat gerade 4 Wochen gelebt. Aber die Dirndln, die habe ich durch. Ja, aber die schmeckt zu essen. Das freut uns. Wollen Sie ein bisschen Fleisch noch? Bitte schön. Ja. Fleisch kann man noch. Fleisch von Fleisch, ja. Fleisch brauchen wir. Eine kleine Portion. Bericht bescheiden, bitte. Bescheiden. Modeste. Den ersten, den Krauttanz, eröffnet die Braut mit dem Knacksten. Jeder wählt seine Tänzerin und die hübschesten Mädchen geben den Grampertsten keinen Korb, weil es die größte Schmach ist, beim Krauttanz sitzen zu bleiben. Tanzen natürlich nicht. Der Bräutigam darf nicht. Er muss das Kraut, die leeren Schüsseln hüten. Nach diesem Tanz kauft jede dem Tänzer eine Kleinigkeit, eine Zigarre, einen Schnupftabak oder ein Gürtel. Vermögliche zahlen Kaffee, sogar Wein. Zwetschgen sind die letzten, die Süßspeis, die Nachspeis. In die Semmel hinein, die Zwetschgensauce drüber,
das klang. Was der Hochzeitslader nun verkündet, hatte vor vielen Jahrzehnten ein Zimmermann niedergeschrieben. Und auch dieser hatte es nicht erfunden, sondern überkam sie von dem Hochzeitslader, in dessen Amt er eintrat. Viele Geschlechter waren gekommen und gegangen, aber die Rede war geblieben. Stille, eine kleine Weile still. Ich bitte euch anstatt den ehrbaren Jüngling Hochzeiter, wie auch der ehren tugendreichen Jungfrau Hochzeiterin im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, nicht meinetwegen, sondern es ist dem ehrsamen Brautpaar daran gelegen. Jetzt lasst sich das ehrsame Brautpaar ganz schön und freundlich bedanken gegen den hochwürdigen, hochgelehrten Herrn Pfarrer, Seelsorger da hier, dieweil er sich hat heute so viel gewürdigt und hat sich nicht verweilt und hat ihnen das heilige Sakrament der Ehe mitgeteilt. Sie lassen sich aber auch bedanken gegen den ehrengeachteten Herrn Martin Schinkel, Wirt und Gastgeber da hier, dieweil er sich hat heute so viel gemüht und hat uns das Hochzeitsmahl mit Speis und Trank geziert. So wollen wir Ihnen beiden miteinander Ihren Titel und Namen verehren und lassen ein kräftiges Vielfalt hören. Jetzt lasst sich das ehrsame Brautpaar wiederum gar schön und freundlich bedanken gegen die ehren tugendreiche Jungfrau Notburger Langenecker, dieweil sie sich hat heute so viel bemüht und hat uns die Hochzeit als Kranzeljungfrau so schön geziert. So wollen wir Ihren Titel und Namen verehren und lassen ein kräftiges Vielfalt hören. Und wiederum lasst sich das ehrsame Brautpaar gar schön und freundlich bedanken gegen den ehrengeachteten Josef Weidenschlager, dem Hochzeiter, sein herzliebsten Vater. Dieweil er ist uns so treulich beigestanden und ist aber auch dazu gegen in Ehren und hat uns helfen, das Hochzeitsmahl in Freuden verzehren. Wir wünschen ihm Gesundheit und ein langes Leben. Vielfalt, ihr Musikanten, und lasst euch hören. Jetzt lasst sich das ehrsame Brautpaar wiederum gar schön und freundlich bedanken gegen hohen und niederen Stand, er mag sein arm oder reich, er mag sein Bürger, Bauer oder Handwerksleid. Die heute uns haben, geben die Ehre und sind einige gekommen so weit in die Hochzeit daher. Es wird ihnen aber wieder alles treulich ersetzt und erstattet werden. Viel weit, ihr Herren Musikanten, und lasst euch hören. Jetzt, meine lieben Vettern und Baseln, will ich euch noch was sagen. Jetzt werde ich auf jeden Tisch eine große Schüssel und einen Teller darauf tragen. Das tue ich dem Hochzeiter zwingen. Es soll jeder Vetter und Basel schöne Taler reinlegen und wenn einige darunter werden und einen Fuchsen hertragen, so kommt halt der Hochzeiter mit den versoffenen Musikanten und den gefressenen Hochzeitslader noch eine Nachhochzeit haben. Und die Hochzeiterin tut mir allweil schon winken, ich soll ihr einen Hafen voll Geld zubringen. Und wenn sie gar einen bösen Mann hat kriegen, so tat sie ihm doch dieweilen eine Schüssel oder Hafer lassen an den Kopf von ihm fliegen. Sie konnte aber dann wieder zum Hafner laufen und könnte um andere Schüssel und Hafer kaufen. Und jetzt, meine lieben Väter und Baseln, will ich noch etwas sagen, was sich heute in der Hochzeitskirche hat zugetragen. Und wer die Jungfrauen sind zum Opfern gegangen, da ist der allerschönste der Treppfall hinter der Nase rumgehangen. Und ich habe ihr nachgeguckt und hinter dem Altar habe ich gesehen, da hat sie es wieder weggeputzt. Aber jetzt tut schon Fuchs wild auf mich rausspitzen und hinter der Nase, da fängt schon wieder an zum Schwitzen. Und wenn ich da hätte eine lange Stange, dann würde ich es ihm zeigen und der Schnurgrat darauf eine lange. Von den bösen Weibern, da darf ich nicht viel sagen, die weil einer eine böse Ziffern tut haben, aber ich meine doch, ich soll keine böse Ziffern nicht kriegen, wo die Männer gleich müssen ganze Nacht lang in der Strohhütten liegen. Und wenn sie dann heimtum kommen und wollen ein Wort sagen, dann nimmt oft eine einen Spannscheitel und tut ihm um den Buckel rumschlagen. Oh. Und von den versoffenen Männern darf ich nicht reden, da bin ich selber schon oft dabei gewesen. Aber heute haben wir einen, der schreibt sie beim. Der geht gleich zwei Tage von der Hochzeit nicht heim. Und einen haben wir, der schreibt sie gern. Und wo es brav zum Fressen und Saufen gibt, da ist er gern. Aber wenn es dann heißt, soll aus, wird er gleich sein beim Wirtshaus hinaus. Und ist aber eine grette Jungfrau da und tut doch nicht hinten, die lasst mich schön brav trinken. Und ist ein fröhlicher Jüngling da in Ehren, der lasst deinen frischen Juschrei hören. Die Wirtin macht nach altem Herkommen dem Brautpaar ein Geschenk.
Die Kranzeljungfrau hat ihre große Stunde. Sie überreicht es mit Stanzeln, die sie zu diesem Anlass verfasst hat. Jetzt bin ich heute erin, alle Leute schauen auf mich, erschrocken bin ich und weiß nimmer wohin. Aber sie singen kann ich nicht, das sag ich gleich. Wer mir nicht gern auflust, kann aus Gitterweih. Aber leid geht's auf Zeit und leid geht's mal weg. Ich möch ja grad wissen, wo die Hochzeit darin steckt. Aber jetzt hab ich's gesehen, dass am anderen Tisch sitzt, dass ein wunderschönes Kranzerl am Kopf so schön blitzt. Das Kranzerl am Kopf ist immer dumm weiß, bis zu der Zeit der Jungfrau bleiben, das kostet dann Fleiß. Hochzeiterin hast geheirat, wirst das bürsten müssen, das wunderschöne Kranzerl wird aber müssen. Hochzeiterin hast geheirat, hast Haus und Garten, was wird denn auf dich für ein Elend warten? Da erstand dieser Wehstand, ja, wenn man's betracht, er dauert oft länger als eine einzige Nacht. Da erstand dieser Wehstand, ja, wenn man's versteht, weiß oft hunderttausend Mal übers Kreuz um mich geht. Hochzeiter hast geheirat, jetzt bist heut amu, jetzt steht dir das Madelion heut auch nimmer an. Hochzeiter hast geheirat, kannst an Sessel sitzen, bis in a Dreivierteljahr kannst an Schnuller spitzen. Hochzeiter hast geheirat, hast lang immer gefischt, jetzt hast heut die Schöne von Watzling erwischt. Wenn ich die Kranzl, Jungfrau, noch schau, muss ich euweil lachen, weil's gar so ein spitziges Maul kann machen. Der Brautführer ist doch gar nett, das Tanzen kann auch nicht schlecht, Lärm kann auch für drei den mächtig gleich. An Hochzeitsloder haben wir, ja, wie man sich denkt, wie der Tod sein Tod glon, ist er ums Himmel draus ging. Schau geh hin um, schau geh herum, schau geh alle ich aus, da Hochzeiterin sei lieber Vater, schaut nirgends mehr raus. Zeit, das rührt in Frieden.
drüber gewachsen, kommen auch nimmer home. Sei das Rüad im Friedhof, da steht a Linden, da kommt Hochzeit darin, sein lieben Vater finden. Ich kann ja leicht singen, ich darf mich schon prallen. Die Kranzeljungfrau tut mir die Musikanten schön zahlen. Jetzt kann ich mein Geschenk heut nimmer länger hin. Jetzt muss mir da Hochzeit auch heut zwei Glasl gehen. Jetzt pfiat den Gott Brautleid, reicht's mir die Hand. Es reicht's, es ma's letzt Mal im ledigen Stand. Musikanten, es lumpen, es Spitzbuben, es grumpen, es lässt den schon hören. Wenn wir 20er hätten. Das Geschenk wird hoch in Ehren gehalten, in der Schlafstube aufgestellt und erinnert die Eheleute stets an diesen Tag. Beim Ehetanz hinkt die Braut. Der Bräutigam und die Musikanten verspotten sie. Der Hochzeitslader sucht mit dem Licht nach dem Grund des Hinkens, kehrt vermeintliche Hindernisse weg, dreimal hält die Musik inne. Dann findet er den Gulden für die Musikanten in ihrem Schuh. Und andere Mädchen, die sich groß tun wollen, hinken gerade so. Ein guter Tag für die Musikanten. Auch sie werden ständig bezahlt, wie alles rundum. Passt schon, passt schon. So, André, jetzt geht mal rein. Ich hab jetzt keine Zeit, komm mal, André. Ich halte nicht lang auf. Was ist mit deinem Geld? Mit dem Geld? Hast du mir ein Geld geliehen? Ich frage dich so. Du weißt recht gut, was du verschwindet bist. Ich weiß durchaus gar nichts. So, was steht, dass du mir 300 Mark Schmuserlohn versprochen hast? Wo steht denn das? Weißt du was Schriftliches? Das musst du aufweisen können. Brauch ich nichts Schriftliches. Das, was mich ausmacht, am guten so auch. Da kommt der Eder, komm und dann schaut, dass du weiter kommst, du fällst nicht auf, der Schafarsch, du. Ja, gib mir noch lange den Schafarsch ab, was geht? Mein Geld will ich. Jetzt sind sie alle vier verheiratet. Die Älteste, Marianne, ist Gläuberbäuerin zu Unterbachern. Sie hat nicht kommen können, weil sie im Wochenbett liegt. Die zweite, Apollonia, hat einen Ziegelbauern von Weichs geheiratet. Na, siehst du ja, da tanzt sie alle bei. Und Schneiderbäuerin ist die dritte. Jetzt sind sie alles am verheiratet. Das ist ein Glück, weil man die Madeln richtig versorgt hat. Da hast du recht, Reischli. Man kann nicht mehr tun, als dass man es richtig aufzieht und dass man einer die Arbeit beibringt.
wirst es nachher erraten. Das ist eine Kriegssache. Na, bei uns weiß ich nichts, das wär zu senken. Dem wir uns als gut getroffen. Der André ist ein nüchterner, sparsamer Mensch und sie ist eine gute Hauserin. Das habe ich gleich beim ersten Mal die Sache geschätzt. Reichelbäuerin, gute Nacht. Ich hoffe, ihr werdet mir mit Kindstaufen eine recht gute Kundschaft werden. Weil sie nichts sagen würden. André? Da geht's gut. Dankeschön. Da geht's gut. Guten Abend, guten Nacht. Der Feichtel musste nach der Grobheit des André annehmen, dass der bereits entschlossen war, nicht zu zahlen. Das ging also auf einen Prozess hinaus. Bloß wegleugnen, das tat der André nicht. Der musste irgendeine Ausrede gefunden haben, auf die er sein Vertrauen setzte. Und die musste der Feichtel herausbekommen. André, du hast mich beleidigt. Aber ich bin keiner, der wo gern streitet. Siehst du, ich geh nochmal her zu dir und sag das im Guten. Dein Vater ist ein alter, rechtsinniger Mensch. Der muss auch sagen, dass ich recht hab. Lass mich mal in Ruhe, ich hab mit dir nichts reden. Was glaubst du, hast was zum Verlangen, mit Rechtem nachher klagst? Ich schreck und schneck noch am Plan. Das geht geschwind, als du meinst. Und bald einmal mit dem Prozess komm, dann bist du verspielt, bevor du anfängst, das sag ich dir. Aber siehst, ich bin nicht so weit, dass es gut macht. Und dein Vater muss mir recht geben. Ist es da so? Ich weiß gar nichts. Ich bin nicht dabei gewesen, wie ihr miteinander geredet habt. Aber das sei, das kann ich beeidigen. Dass du uns die Säufermoserischen nicht hast verraten brauchen. Ich habe schon lange vor deinem Kind. Den ich habe schon vor 10 Jahren einen heißen noch gekauft. Und überhaupt, bist du ganz unverschämt. Du verlangst von mir 300 Mark und von ihr hast du 100 Mark genommen. Du hast für sie, nicht für mich geschmust, dass du das weißt. So geht der Richtige. Ach, so redet es jetzt. Dies wird sie ausweisen, nur wegen dem ins bekannt war. Für was ist denn der André zu mir gekommen? Das, was wir ausgemacht haben, gut, siehst du gar nichts. Hast du was Schriftliches? Hast du nicht von ihrer 100 Mark genommen? Das geht dir nicht so. Das ist schon lange gerichtsmäßig, dass dies nichts ausmacht. Das befreit den anderen Teil durchaus gar nicht. Hat der Amtsrichter nachher gesagt. Du musst nicht meinen, dass ich das Gesetz kenn. Das wird sie aufweisen, ob du so unverschämt sein darfst. Zahlst du überhaupt eine Steuer für Schmusen, hä? Zahlst du eine Gewerbsteuer? Du wirst ja gestraft, falls du was verlangst. Das werden wir sehen, ob ich gestraft werde. Das haben schon mehrere dahergebracht. Und der Amtsrichter hat bloß gelacht und hat gesagt, das ist eine dumme Ausrede, hat er gesagt. Wenn du so gescheit bist, dann wirst du es schon gewinnen. Und dann schaust, dass du weiterkommst, du hast an dem Tisch da nichts zum Suchen, du bist nicht eingeladen. Verstehst? Das wird's nur blurige Kästen sein. Die sage ich, Enkes. Es. Feichtel sah, seine Gegner hatten ihren Plan gemacht. Er musste für heute zufrieden sein, die feindliche Stellung ausgekundschaftet zu haben. Sie tanzten Sterndl mit dem Rauden Mirdei und andere uralte Bauerntänze. Dann gab es noch den Nachtbraten. Es wurde spät.
Viele Gäste hatten sich bereits verabschiedet, als André und Emmerenz die Wirtschaft verließen. Gerührter Abschied von den Nächsten und Befreundeten, Dank an die Wirtsleute, abermals wurde viel geweint. Die Musik spielte ihnen nach, als sie in die Dunkelheit gingen. Morgen ist Gottesdienst für die verstorbenen Verwandten. Am Nachmittag gehen die Neuvermählten ins Wirtshaus zur Abrechnung und zahlen. Danach hält der Wirt sie frei. Der André schloss die Tür auf und die Emmerenz ging hinter ihm drein, als wäre es immer so gewesen. Das war die Hochzeit des Andreas und der Emmerenz Weidenschlager, geborene Salvermoser.